Hey, Johannes hier von newgadgets.de und in diesem Video, da schaue ich mir den neuesten Saugroboter aus dem Hause Dreame an, den L10S Ultra. Und wie ihr hier schon sehen könnt, das ist ein richtig großes Paket hier und ein richtig großes Teil. Auf der IFA in Berlin hatte ich ja bereits die Möglichkeit, den Saugroboter in Aktion zu erleben. Nun ist er bei mir und ich werde euch in diesem Video ein bisschen mehr über die Features des Dreamebot L10S Ultra erzählen. Und wenn ihr Technik genauso sehr liebt wie ich, dann würde ich euch natürlich empfehlen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, viel Spaß beim Zuschauen! Mit jedem zusätzlichen Feature werden die Stationen der Saugroboter größer. Das merkt man auch beim L10S Ultra. Der letzte Saugroboter, den ich von Dreame getestet habe, das war ja der D10 Plus und der hatte ja schon eine große Absaugstation. Und diese Station, die toppt das Ganze natürlich nochmal, denn wir haben hier nicht nur eine Absaugstation, sondern auch eine Reinigungsstation für die Mop-Aufsätze, die der Saugroboter hier hat. Und dadurch ist das Ganze dann natürlich nochmal deutlich größer. Und jetzt schauen wir uns mal die Station ein bisschen genauer an, warum sie überhaupt so groß ist. Das sehen wir vor allem hier, wenn wir einmal den Deckel öffnen. Da haben wir nämlich einen Behälter für Frischwasser und daneben den Behälter, wo dann das dreckige Wasser vom Reinigungsvorgang der Mop-Aufsätze eingesammelt wird. Um den Frischwasserbehälter muss man sich erstmal eine Zeit lang keine Sorgen machen. Ja, den füllt man einmal voll auf und dann wird immer mal ein bisschen in den Saugroboter reingefüllt und natürlich auch für den Reinigungsvorgang verwendet. Aber den muss man dann eben nicht mehr so oft nachfüllen. Behälter für das dreckige Wasser, da sieht es ein bisschen anders aus. Je nachdem, wie oft ihr natürlich wischt und reinigt, würde ich schon sagen, dass ihr den alle paar Tage auf jeden Fall leeren solltet. Denn sonst wird die Sache dann natürlich ganz schön eklig. Das ist natürlich dreckiges Wasser von eurem Boden und von den Mop-Aufsätzen. Da solltet ihr wirklich so alle 2-3 Tage mal diesen Behälter wechseln. Am besten vielleicht sogar täglich nach jedem Wischvorgang. Sonst wird das Ganze dann natürlich schon ein bisschen stinken, Bakterien sammeln sich an. Das wollen wir natürlich nicht. Hier in der Mitte haben wir dann eine Klappe, die können wir entfernen. Und dahinter befindet sich dann der große Staubbehälter. Und der füllt sich dann mit dem Staub, der hier vom kleinen Staubbehälter des Saugroboters anfällt. Also hier wird natürlich beim Saugvorgang der kleine Staubbehälter erstmal gefüllt und wenn der Saugroboter dann mit dem Reinigungsvorgang fertig ist, fährt er ja in die Station rein und hier drin ist dann wirklich sehr leistungsstarker Sauger. Der saugt dann in so circa 10 Sekunden den Staub vom Staubbehälter in den großen Staubbeutel und den muss man nur circa alle 60 Tage wechseln. Kommt natürlich ganz drauf an, wie viel Staub ihr in der Wohnung habt, also vielleicht mal ein bisschen mehr, vielleicht mal ein bisschen weniger, kommt natürlich auch immer auf die Größe der Wohnung an. Aber das Ganze ist dann eben schön hier versteckt hinter der Klappe und muss auch nicht so oft gewartet werden. Also da nimmt uns diese Station schon so einiges ab. Start auto empty. Die Einrichtung des Saugroboters, die gestaltet sich wirklich sehr einfach. Es gibt die Möglichkeit, entweder die Dreame Home App zu nutzen oder die Mi Home App. Ich habe für den Test jetzt die Dreame Home App auf meinem iPhone genutzt. Dort könnt ihr dann einfach und schnell den L10S Ultra hinzufügen und mit eurem WLAN verbinden und dann innerhalb von wenigen Minuten nach dem Auspacken bereits loslegen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir hier eine schnelle Karte erstellen können. Also wer alte Saugroboter kennt, der weiß, die mussten erstmal eine ganze Tour durchfahren, also mal mindestens irgendwie eine halbe Stunde unterwegs gewesen, um eine Karte zu erstellen, was einfach wirklich lange dauert. Und mit dem neuen schnellen Karten erstellen, da fährt der Saugroboter einfach mal kurz durch die Wohnung, dreht sich ein paar Mal und auf einmal haben wir eine Karte auf dem Phone. Das wird natürlich durch das LiDAR, durch die Kamera, durch die Sensoren erreicht. Und so haben wir dann direkt schon mal eine Karte. Die ist jetzt vielleicht nicht komplett detailliert, aber sie zeigt dann eben schon mal die wichtigsten Punkte in der Wohnung. Und so können wir dann auch auswählen, wo wir beispielsweise No-Go-Zonen, also virtuelle Zonen einrichten, wo der Saugroboter nicht zu suchen hat. Also da habe ich zum Beispiel meinen Hochflorteppich. Da würde der Saugroboter sich einfach verfangen. Da soll er einfach nicht drauf fahren, kann ich dann direkt hier einstellen.
Und das war vorher nicht so möglich, wenn wir den Roboter erstmal durch die Wohnung fahren lassen. Der erkundet dann alles und fährt dann natürlich direkt auf den Teppich und verfängt sich da drin. Und das ist dann super ärgerlich. Mit dem neuen Feature, mit dem Karten erstellen und dann direkt die No-Go-Zone einrichten, läuft das Ganze einfach so viel besser. Die Station ist ja schon richtig groß, wie ihr sehen könnt. Aber im Vergleich zu anderen Stationen, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben, ist diese Station eigentlich sogar noch relativ schmal gebaut und eigentlich im Vergleich zu den Mitbewerbern gar nicht mal so groß, denn da gibt es größere. Was ich mir bei der Station aber gewünscht hätte, ist hier hinten ein Kabelmanagement, denn wir haben hier dann natürlich die Anschlussmöglichkeit für das Netzteil, aber können das gar nicht so drumherum wickeln und haben dann einfach relativ viel Kabel einfach auf dem Boden rumfliegen hinter der Station. Hätte ich mir mit so einem Kabelmanagement, was hier integriert ist, das hätte dann schöner ausgesehen einfach. Nachdem wir also die Karte erstellt haben und auch unsere No-Go-Zone eingerichtet haben, können wir auch den ersten Saugvorgang starten. Und das Schöne ist, wir können in der App auch direkt einstellen, was wir hier möchten. Ich stelle hier zum Beispiel gerne die Standardsaugkraft ein. Die reicht absolut aus und ist auch nicht zu laut. Und bei den, bei der Feuchtigkeit der Mop-Aufsätze beim Wischen, die stelle ich immer auf die niedrigste Stufe. Ich habe einen Holzboden und will den einfach nicht zu sehr beanspruchen mit zu viel Wasser. Deshalb wähle ich da die niedrigste Stufe. Würde der dann in der Küche auf Fliesen rumfahren und da reinigen, könnte man natürlich die Stufe auch ein bisschen erhöhen für mehr Feuchtigkeit, um dann noch ein bisschen mehr zu reinigen. Die maximale Saugkraft, die beträgt 5300 Pascal. Das ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Damit werden auch grobe Schmutzpartikel entfernt. Und das ist natürlich auch super für den Teppich. Denn es wird auch der Teppich erkannt und dann wird dann die Saugkraft auch automatisch erhöht, wenn man das möchte, in den Einstellungen. Was natürlich Sinn macht, denn im Teppich, da verfängt sich schon so einiges. Und wenn der Saugroboter mit seiner Reinigungstour fertig ist, dann fährt er hier in die Reinigungsstation rein. Und dann wird zuerst einmal der Staubbehälter in den großen Staubbeutel gesaugt. Ja, das dauert ca. 10 Sekunden, ist relativ laut, da wir hier einen starken Sauger drin haben. Aber wie gesagt, relativ kurz. Danach werden die Mop-Aufsätze hier unten gereinigt. Da kommt nochmal Frischwasser dazu und dann wird gereinigt. Das hört sich so ein bisschen an wie so eine Kaffeemaschine. Ich weiß auch nicht warum. Denn das dreckige Wasser, was sich dann hier unten ansammelt, das wird dann eingesaugt und kommt dann natürlich in den Behälter mit dem dreckigen Wasser, den ihr dann, wie gesagt, auch oft leeren müsst. Besonders cool ist natürlich, dass der Sauger, je nachdem wie groß eure Wohnung ist, zwischendrin mal eine Pause macht, die Mop-Aufsätze anhebt, wieder zurück zur Station fährt und die Mop-Aufsätze dann mal kurz zwischenreinigt. Also, wenn ihr eine dreckige Wohnung habt, dann werden die Mop-Aufsätze nicht die ganze Zeit dreckig hier den Boden durchwischen. Die werden zwischenzeitlich dann auch nochmal gereinigt, damit wir wieder weiter mit einem sauberen Set Mop-Aufsätzen weiter reinigen können. Und sobald alles abgeschlossen ist, werden auch die Mop-Aufsätze noch getrocknet in der Station, was auch ganz cool ist. Es dauert mindestens 2 Stunden und man hört dann so ein leichtes Dröhnen, aber es ist auf jeden Fall nicht störend. Mir gefällt ganz gut, dass wir auch bei angebrachten Mop-Aufsätzen auch einstellen können, dass wir nur saugen möchten. Denn nicht immer möchte man feucht durchwischen, wenn da einfach ein bisschen Staub oder ein paar Krümel auf dem Boden liegen. Die Navigation, die ist dank LiDAR, dank der Kamera und dank der Sensoren wirklich sehr präzise. Und Objekte werden durch die künstliche Intelligenz erkannt, umfahren. Und wie das Schöne ist, wir haben hier vorne, wie gesagt, schon eine Kamera. Und auch die können wir über die App steuern und können dann, auch wenn wir beispielsweise nicht zu Hause sind, auf dem Smartphone sehen, wie der Roboter gerade durch die Wohnung fährt. Und was auch ganz cool ist, wir haben hier so eine Art Gegensprecheinrichtung. Wir können da drauf drücken und können einfach mit den Leuten, die in der Wohnung sind, sprechen. Sei es Einbrecher, seien es eure Kinder, denen ihr sagt dann, packt nochmal schnell die Spielsachen weg. Das ist eigentlich ein sehr cooles Feature. Das Ganze ist relativ sicher. Wir haben nämlich hier eine PIN-Abfrage. Es kann also nicht jeder auf die Kamera zugreifen. Und wenn die Kamera aktiv ist, dann gibt der Saugroboter das auch nochmal akustisch bekannt, dass die Kamera gerade aktiv ist. Also wer wirklich gerne nackt durch die Wohnung hüpft, der bekommt hier eine Vorwarnung. Der Dreamy L10S Ultra, der ist ab sofort verfügbar. Und wird zum Marktstart einen Preis von 1.099 Euro erhalten. Dieser wird allerdings zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder steigen. Also wer Interesse an diesem Sauger hat, der sollte sich den auf jeden Fall anschauen und dann direkt zuschlagen. Unten findet ihr dann auch Links zu den Partnern, die diesen Sauger dann im Programm haben. Also
Einfach draufklicken, dann findet ihr immer die aktuellen Verfügbarkeiten und den Preis. Wie ist also jetzt mein Fazit zum Dreame L10S Ultra? Ich hatte ja bereits die Möglichkeit, mir den Saugroboter auf der IFA 2022 in Berlin live in Aktion anzuschauen am Stand und fand ihn hier schon wirklich sehr beeindruckend. Dreame hatte hier einen kleinen Testparcours aufgebaut mit zahlreichen Hindernissen, die vom Saugroboter auch immer erkannt und umfahren wurden. Ja, nach einer Woche der Nutzung erlaube ich mir mal ein erstes Fazit. Also für Leute wie mich, die einfach wenig Zeit haben und auch wenig Lust haben, mit dem Staubsauger durch die Wohnung zu rennen, für die ist so ein Saugroboter alleine schon eine coole Sache. Wenn dann noch eine Absaugstation hinzukommt, die einfach das tägliche Entleeren hier als Arbeit abnimmt, dann ist das auch ganz nice. Wenn wir dann noch einen Mop-Aufsatz haben, der noch feucht durchwischen kann, sehr cool. Und wenn die Station dann noch das Frischwasser in den Roboter tankt und dann auch noch die Mop-Aufsätze reinigt, dann sind wir echt im technischen Schlaraffenland. Die einzige Aufgabe für mich ist ja eigentlich nur noch nach einem Wischvorgang hier den Behälter mit dem dreckigen Wasser zu leeren. Also das bekomme ich gerade noch hin. Ich bin mit dem L10S Ultra auf jeden Fall sehr zufrieden. Klar, er ist groß, nimmt schon einiges an Platz weg, beinhaltet aber auch zwei Geräte. Das muss man natürlich beachten. Mit all den Features ist der L10S Ultra aber leider auch nicht gerade günstiger. Er gehört zu den teuersten Saugrobotern auf dem Markt. Aber wenn wir uns den Markt anschauen, dann ist er auf jeden Fall im Vergleich zu den Mitbewerbern der günstigste mit Absaugstation und auch der Reinigungsstation. Falls ihr also Interesse an so einer eierlegenden Wollmilchsau habt, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall anschauen. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link zu den Partnern, die den L10S Ultra im Programm haben. Gerne könnt ihr mir natürlich in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr so einen Saugroboter findet. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Und im Anschluss, da werden euch jetzt auch noch drei Videos angezeigt, die sind vielleicht auch für euch interessant. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!